Cannon Flight, das neue Spiel von Mag Media. Wir spielen es jetzt einfach mal. Viel Spaß, wir wählen den Charakter aus. Spielen. Dann die spanische Arena ist als erstes freigeschaltet. Dann wählen wir den Ad aus. Das erste Level, jetzt lädt er natürlich. Und dann schmeißen wir den Ad per Kanone in die Welt. Man soll die Buchstaben Mag hier sammeln, wie man sieht, rund um die spanische Arena und wenn möglich hier diese tolle Fahne erreichen. Und jetzt geht's schon gleich los hier. Man muss ja sein Ziel wählen, sage ich jetzt mal, die Richtung wählen. Am besten hier mal relativ hoch gehen, auswählen und hier auf den Aktionsplan Button draufhauen und schon fliegt der arme Ed durch die Lüfte. Nach unten nimmt er Geschwindigkeit zu, nach oben lässt er nach und hier dann, wenn möglich, zack, hier diese Münzen sammeln und ja, da müsste man glaube ich noch ein bisschen üben, aber cool findet er das doch. Und hier sieht man einfach mal, was man so erreicht hat. Ich habe jetzt gut wie gar nichts erreicht. Aber es ist echt ein witziges Spiel, um sich die Zeit zu vertreiben. Und jetzt schauen wir einfach nochmal. Hier gibt es auch diese tollen, ich sage jetzt mal, Trampolins, wo man die Geschwindigkeit nochmal erhöhen kann. Wo unser lieber Ed Euromaus drauf hüpfen sollte, wenn möglich, und er wird wieder abgeschossen, der Arme. Und auf geht's. Nach unten nimmt die Geschwindigkeit zu, nach oben ab, und dann kann man hier natürlich auch rechts und links sich bewegen. Und ja, ja, da oben sind die tollen Münzen, aber ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber es ist wirklich ein tolles Spiel zum Zeitvertreib und wenn ich das hier so sehe, oh je, da muss ich noch ein bisschen üben und ich denke, das kriegen wir auch hin, nochmal spielen. Ihr habt es jetzt gesehen, ich finde das Spiel wirklich witzig und unterhaltsam und bis zum nächsten Mal. Servus, meine lieben Zuschauer.